der Titel schon sagt, sind wir den weltberühmten und gar nicht gefährlichen Squid Games. Das hier ist ein Spiel, welches mich sogar wieder dazu bringt, Roblox zu spielen. Also lasst doch gerne eine Bewertung da. Oh, haben wir alle die Nummer 1? Ja, wir sind alle der alte Knacker. Und das erste Spiel ist Rotes Licht, Grünes Licht. Ein Spiel, welches genauso simpel aufgebaut ist wie... Man kann Leute schubsen? Ey, was soll das? Das ist das erste Spiel. Rotes Licht, Grünes Licht. Wenn du es zur anderen Seite schaffst, bist du sicher. Bei Grünem Licht dürfen wir laufen. Oh mein Gott, das war knapp. In der ersten Runde sind schon so viele draufgegangen. Stehen bleiben. Wir haben Zeit. Oh mein Gott, das wird ja immer schneller. Verdammt, ich möchte nicht erschossen werden. Beeil dich. Diese Puppe ist verdammt gruselig. Wir haben noch Zeit. Von daher müssen wir es nicht zu schnell angehen. Komm schon, bleib still. Oh, das war knapp. Lauf. Easy. Stehen bleiben. Wer wird erschossen? Oh, der neben mir wird erschossen. Solange wir nicht erschossen werden, ist alles gut. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wieso die Leute sich alle so beeilen. Wir haben doch genug Zeit. Oh mein Gott, ich habe Angst vor dieser Riesenpuppe. Let's go. Stehen bleiben. Nicht riskieren. Oh, der wurde neben mir erschossen. Gut. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Easy. Okay, die erste Runde war einfach. Ich frage mich, ob hier alle Spieler aus der Serie dabei sind. Ey, wieso schubst du mich? Das Spiel ist doch schon längst vorbei. Kann ich dich zurückschubsen? Die läuft einfach rum und schubst Leute. Oh, ich hoffe, die Pinkhaarige geht im nächsten Spiel drauf. Es sieht so aus, als ob alle Spieler das Ziel erreicht haben oder disqualifiziert wurden. Ein paar wurden disqualifiziert. Willkommen zu Sugar Honeycomb. Nice. Schneide den Keks, indem du die Linien folgst. Wie sollen wir das Spiel denn machen? Das ist das Zuckerbrechspiel. Wir sollen den Linien folgen. Oh mein Gott, ich habe ein Dreieck. Das ist easy. Und wir haben so viel Zeit. Perfekt. Let's go. Oh, da wurden irgendwelche Spieler erschossen. Also, wenn du das Symbol irgendwie ruinierst, stirbst du. Das heißt, ruiniert nicht das Symbol. Ihr habt noch 12 Sekunden. Ihr müsst euch auch ein bisschen beeilen. Ich glaube, jetzt ist nur noch sie und sie beschäftigt. Und die haben beide einen Stern. Ist anscheinend ein schweres Symbol. Oh, die haben keine Zeit mehr, oder? Sie haben es geschafft. Lass uns die Kick... Alle bis auf sie haben es geschafft. Sie ist draufgegangen. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es bis hier geschafft habt. Es ist Zeit zum Ausruhen. Oh nein, die Nacht beginnt. Es wird empfohlen, sich mit anderen Spielern zu verbünden. Möchte irgendjemand mein Verbündeter sein? Gute Nacht, süße Träume. Ich habe Angst vor euch allen. Verdammt. Gleich kämpfen wir gegeneinander. Habe ich wenigstens ein Messer oder so? Ich glaube, ich verstecke mich einfach in der Ecke. Oh nein, da ist die Pinkhaarige. Es gibt zwei Pinkhaarige und ich weiß nicht, welche ist. Wir haben einen Baseballschläger. Okay, laufen wir erstmal. Verdammt, ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Wohin gehen wir am besten? Das Licht ist an. Wir haben den Baseballschläger, wir können schlagen. Wir halten die Leute mal einfach auf Distanz. Meine Taktik ist es, wie ein Weichei durch die Nacht zu gehen. Keiner soll mich schlagen. Ich bleibe einfach hier auf dem Bett. Also ich stehe jetzt... Was machen die beiden denn da? Die verstecken sich ja noch mehr als ich. Das mit dem Verstecken ist so eine feige Taktik, aber... Sie funktioniert. Mögen die Stärksten überleben. Ja. Ich fühle mich definitiv wie einer der Stärksten. Einer der stärksten Verstecke. Haben wir es geschafft? Nice, war ja relativ easy. Ich hoffe, jeder hatte eine erholsame Nacht. War richtig erholsam. Ich habe nicht eine Sekunde geschlafen, aber dankeschön. Wenigstens fragst du nach. Können wir immer noch schlagen? Oh Gott. Da ist die Pinkhaarige. Die hasse ich am... Es gibt Seilziehen! Unser nächstes Spiel ist Tauziehen. Oh, es tut mir leid. Viel Glück. Möge das beste Team gewinnen. Wie ziehen wir denn? Ich habe keinen Bock, jetzt hier rauszufliegen. Oh, click to pull. Okay, wir müssen einfach spammen. Komm schon, klickt. So schnell, wie wir können. Oh, ich gebe mein Bestes. Wieso drehe ich mich? Ich weiß es nicht. Einfach weiter, komm schon, pullen. Zieh dran. Irgendwie habe ich keine Animation. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir verkacken gerade. Wir müssen uns beeilen. Los, klickt alle. Alle aus unserem Team. Das kann nicht euer Ernst sein. Wir haben verkackt, oder?
Immer noch am Leben? Beeindruckend. Okay, das war beeindruckend. Kann ich jetzt ins andere Team rüber wechseln? Eine Brücke aus Glas ist vor euch. Wählt den richtigen Weg oder ihr... Alter, wie nice ist denn das Spiel gemacht? Das ist ja so gut. Okay, da ist die Brücke aus... Können wir nicht einfach in der Mitte langlaufen? Wie viel Zeit haben wir? 1:03. Es ist... Wir müssen einfach den richtigen Pfad finden. Das heißt, wir lassen andere Leute vorgehen. Und die dürfen gerne draufgehen. Leute, die hinten stehen, haben die bessere Wahl zu gewinnen. Allerdings müssen die anderen Leute auch nach vorne gehen. Was sie nicht tun werden, einfach so. Weil, sind wir ehrlich, wer möchte hier Erster sein? Das hier scheint der Richtige zu sein. Der hier scheint auch richtig zu sein. Wir können niemanden schubsen, das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen kein Risiko eingehen. Wir haben kaum noch Zeit. Okay, wie ist der gesprungen? Oh nein. Oh, das ist gruselig. Komm schon. Nicht runterfallen. Ah! Nicht mehr weit. Let's go. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Es sieht so aus, als ob alle Spieler das Ziel erreicht haben. Oder oh mein Gott, wir sind die letzten beiden. Silver Land 8-2. Bruder, ich werde dir so in die Fresse hauen im letzten Spiel. Es sieht so aus, als ob alle Spieler... Okay, wie mache ich das jetzt? Willkommen zurück. Ja, zurück wohin? Du kennst den Drill. Good luck. Oh, es ist Nacht? Das heißt, ich kann eigentlich gewinnen, aber ich habe keine Waffe. Also was genau soll ich jetzt mit ihm tun? Er ignoriert mich. Okay, jetzt haben wir einen Baseballschläger. Lass uns einfach auf ihn draufgehen, oder? Oder wir warten. Ich weiß nicht, was deine Wahl ist, mein Freund. Aber... Gerne hau ich dich. Gerne verprügel ich dich. Komm schon. Das war ein bisschen Schaden. Oh, bleib doch mal stehen. Das kann nicht dein Ernst sein. Okay. So wird das auf jeden Fall nicht. Der läuft die ganze Zeit weg. Es sind noch drei Spieler hier. Wo ist denn der dritte? Ich hoffe, jeder hatte eine erholsame Nacht. Ja, es geht. Es kommt mir ja so vor, als ob nur zwei Spieler hier sind. Ich und Silverhand. Willkommen zu unserem nächsten Spiel. Murmeln. Gegen wen soll ich denn spielen? In diesem Spiel wirst du versuchen zu erraten, ob die Zahl der Murmeln gerade oder ungerade ist. Wenn du falsch rätst, wirst du zwei Murmeln verlieren. Rätst du jedoch richtig, bekommst du eine Murmel. Okay? Es gibt vier Runden. Schaffe es durch alle durch. Okay. Die Anzahl der Murmeln ist gleich. Nochmal gerade. Nein! Verdammt! Es waren fünf. Ich glaube, ich probiere die ganze Zeit auf gerade zu drücken. Vielleicht kommen wir damit klar. Lass es eine gerade Anzahl sein. Ja! Nice! Okay. Nochmal gerade. Wir pokern jetzt einfach mal total. Weil wenn ich jetzt ungerade drücke, wäre das irgendwie ein kleiner Rhythmus. Ich probiere es jetzt mit gerade und in der nächsten... Haben wir es... Nein? Oh mein Gott, es war ungerade. Super, du hast mehr als 0 Murmeln. Dankeschön. Wäre auch schwer, jetzt alle Murmeln zu verlieren. Wie werde ich diesen Silverland los? Der läuft ja nur weg. Oh, Silverland, lauf doch nicht die ganze Zeit weg, Mann. Ich hoffe, jeder hatte eine erholsame Nacht. Nein. Das war's? Ich und Silverland, wir haben beide gewonnen? Er ist doch nur weggerannt. Ich will das Geld. Jetzt muss ich es mit ihm teilen. Es zählt halt als Sieg. Deswegen bin ich zufrieden. Wir haben unsere erste Runde direkt gewonnen. Leute, ich beende hier die Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Probiert die Obby gerne mal selber aus. Lasst ein Like und ein Abo da. In der nächsten Zeit kommen wahrscheinlich eh mehr Squid Game Games. Alter, hört sich das komisch an. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der Spielemarkt jetzt zur nächsten Zeit macht. Leute, ich für meinen Teil beende das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.